Okay, das Südbad ist gleich zwei Bundesligisten in der ersten Bundesliga und dann noch beide Vereine im Halbfinale vertreten. Alex, dein großer Traum ist Endspiel in Köln, in Kölner Verbundenheit. Es ist schön, dass beide im Halbfinale sind, aber wenn beide im Finale wären, das ist der Gipfel und das streben wir natürlich an und eine schwere Aufgabe mit Bayern München. Aber im Heimspiel setzen wir auf unsere Zuschauer, hoffe, dass viele aus der Region, auch heute hier von der Halle, viele den Weg dann finden nach Sand und uns unterstützen zu dem Traum. Und dann werden wir schön in Köln bis Freiburg ankommt und dann machen wir ein schönes Finale Südbaden in Köln. Und dann zeigen wir mal den Kölnern, wie die Südbadener feiern und die geben uns ein paar Tipps. Ich glaube, das könnte gut werden. Lauer, Aufgabe bei Wolfsburg. Vor ein, zwei Jahren wäre das noch undenkbar gewesen, dass man Chance hat. Aber in der Runde hat es gezeigt, die Bundesliga, Jena hat gewonnen. Also nur Sand hat gewonnen. Entschuldigung, ja. Man fährt es nicht dahin, dass man nur schnell dahin fährt. Man möchte schon ins Finale dann auch kommen, wenn man selber knapp gescheitert ist. Ah ja, das ist ja ganz logisch. Also wenn man die Chance hat, im Halbfinale zu stehen, dann will man natürlich auch ins Finale kommen. Dafür sind wir alle Sportler und haben den gewissen Ehrgeiz auch dafür. Und klar, es ist keine leichte Aufgabe, das ist auch logisch, aber im Fußball ist eben alles möglich. Also wir haben in Wolfsburg auch noch nach einem 2-0 noch ein 2-2 geholt, wo keiner mehr damit gerechnet hat. Und von dem her glaube ich nicht, dass wir da chancenlos hinfahren. Und wünsche euch alles Gute für rechtliche Runde und vielleicht sieht man sich dann in Köln. Alles Gute euch beide. Tschüssi, ne? Danke. Dankeschön. Tschüss.